Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einem neuen Buchtipp im Rahmen der Aktion Buch statt Skandal WM. Ihr findet alle Informationen unten in der Infobox bzw. auch auf dem Blog-Eintrag von der lieben Anka, die die Aktion ins Leben gerufen hat. Ich packe alles unten rein. Schaut euch da gerne um, dass wir heute am dritten Spieltag der deutschen DFB 11 der Herren in der Weltmeisterschaft in Katar wieder mit Buchtipps um uns werfen. Und auch von mir gibt es eine Highlight-Trilogie zusammen mit Weasley, der jetzt gerade geht. Möchte ich euch die Aurora Rising-Trilogie vorstellen von Amy Kaufmann und Jay Christoph. Ein Buch, eine Buchreihe, die im letzten Jahr begonnen hat, die dieses Jahr ihren Abschluss gefunden hat. Es beginnt mit Aurora erwacht, geht weiter mit Aurora entflammt und endet dann mit Aurora erleuchtet. Ist eine Jugendbuch-Science-Fiction-Geschichte, aber durchaus eben auch für Anfänger in der Science-Fiction sehr, sehr gut geeignet und hat mir großen, großen Spaß gemacht. Große Freude. Ich habe sie zu Teilen auch gehört und jetzt müssen wir einfach den Hund ein bisschen einblenden und wahrscheinlich mal so ein bisschen die Perspektive ändern. Ja, ich finde, Hunde-Content geht sowieso auch immer. Und er hat mit Fußball noch viel weniger am Hut als viele andere. Ich packe hier mal jetzt das Cover rein. Ich möchte ungern, ja, wobei, könnte man vielleicht so machen. Wir haben hier eine bunte Truppe an scheinbaren Losern und Außenseitern, die eben im Weltall unterwegs sind. Unter der Führung von Tyler, der eigentlich ja einer seiner Besten des Jahrgangs sind, aber irgendwie die Abschlusszeremonie verpasst und dann bleiben ihm nur noch die vermeintlichen Loser übrig. Zusammen auf der ersten Mission finden sie ein seit über 200 Jahren verschollenes Raumschiff und als sie hier im Grunde auf die Suche gehen, finden sie tausende Tote und ich glaube, es waren knapp 1000 Tote und eben ein schlafendes Mädchen, nämlich besagte Aurora, der wir auch die Benennung sozusagen der Reihe verdanken. Es droht nun ein Krieg und die Truppe rund um Tyler soll das verhindern. Es kommt zu vielen Konflikten innerhalb der verschiedensten Weltraumgesellschaften und wir haben hier eine bunte Truppe an Charakteren. Wir haben einen Perspektivwechsel, sodass wir diesen Charakteren auch sehr, sehr nahe kommen. Es sind unterschiedlichste Weltallwesen, also von verschiedensten Planeten, unterschiedlichster Rassen und alle haben ihre eigene Stimme und sind auch sehr divers unterwegs. Und das Besondere an dieser Reihe ist eben, dass es gar nicht um die Unterschiede geht. Natürlich sind die auch immer mal Thema und es gibt Konflikte, die sich natürlich auch einfach aus der Herkunft der einzelnen Crewmitglieder ergeben. Aber es ist eben nicht der Unterschied, das was vorne dran steht, sondern eben, dass sie gemeinsam in Teamwork an einem Strang ziehen und eben ihre Mission im Grunde einfach erledigen, bereichern und erfolgreich beenden wollen. Wir haben einen Wahnsinnshumor, wie man es von Jay Christophs Büchern sehr häufig kennt, sehr sarkastisch, ironisch, wirklich auch sehr, sehr trocken. Ich glaube, das ist schon sehr special. Ich mag den super gerne. Ich lache hierbei viel, ich schmunzle viel. Ich fühle mich dieser Gruppe zu zugehörig. Es macht großen Spaß, mit ihnen durch den Weltraum zu reisen, zu fliegen und die Mission aus allen möglichen Augen sozusagen zu erleben. Es ist eine wahnsinnig tolle Gruppendynamik und ich finde auch darum sollte es eigentlich nicht nur im Fußball gehen, dass man eben die Dinge sucht, die einen verbinden und nicht die, die einen trennen und das eben auch unter fadenscheinigen Begründungen auch noch irgendwie zu rechtfertigen, was einfach überhaupt keinen Sinn macht. Aurora erwacht, Science Fiction für Anfänger, für Jugendliche mit tollen Charakteren, tollen Humor, Spannungsbögen, die wirklich großartig sind und die auch ein grandioses Ende dann nach dem dritten Teil oder innerhalb des dritten Teils nehmen. Ich hatte super viel Spaß mit dieser Science-Fiction-Geschichte und es ist einfach wichtig und richtig zu sagen, es kommt eben auf das Gemeinsame an und nicht auf das, was uns unterscheidet. Und das war mein Buchtipp zum dritten Spieltag der deutschen DFB 11 in der WM in Katar. Buch statt Skandal WM. Greift zu einem guten Buch, habt eine schöne Zeit mit dem Lesen und vergeudet sie nicht mit dieser merkwürdigen Fußball-Weltmeisterschaft der Herren. Ich danke euch jetzt fürs Zusehen, packe euch alle Tipps, alle Informationen unten in die Infobox und auch die Trilogie und auch meine Bücherwochen, wenn ihr da ein bisschen was Ausführlicheres hören wollt. Wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen schönen Abend und dann bis zum nächsten Video. Tschüss, eure Steffi.